Reisende reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Hallo miteinander. Ich will mit euch heute mal ein bisschen was besprechen. Und zwar zu den Inhaltsverzeichnissen von den Büchern von Thompson. Wer da jetzt nicht ganz so dabei ist, ich habe damals ein Buch, ich kann es gar nicht mal erklären, ich habe ein uraltes Buch gefunden. Wir haben jetzt mittlerweile mehrere Ausgaben davon, online, digital, und da ist mir was aufgefallen. Natürlich noch mehr, aber mal ein kleiner Einstieg. Ne? Und zwar, wir haben die elektromagnetische Induktion 1881 von Faraday. Das wird der ein oder andere noch kennen. Ich habe mir jetzt hier oben mal, vielen lieben Dank nochmal an Kado, der hat die ganzen Versionen hier rausgesucht und hier oben seht ihr immer das Datum. Das müsste ich jetzt jedes Mal hier zurückscrollen. Also das ist von 18, das erste ist von 1884, das ist von 1887, 1895, 1897 und das ist, weiß ich nicht, 1915. So. Also, nochmal zum Festhalten. 1831 Faraday-Induktion. Macht natürlich dann Sinn, dass in dem Buch von 1884, also sagen wir roundabout 50 Jahre später, dass das eben hier als Induktion eben auch drin steht. Ne? Dasselbe haben wir bei dem Buch, was 3 Jahre später ist, steht auch Induktion drin, war ja auch schon bekannt. So. Und jetzt geht's los, 1895 allerdings, steht jetzt in, also ist immer dasselbe Buch, ist klar, ne, halt verschiedene Ausgaben. Jetzt steht hier aber Influenz. In der nächsten Version, also das war jetzt 1895, 1897 Influenz und das von 1915 auch Influenz. Ne, also es ist erstmal offensichtlich, alles okay, super, die haben das halt damals entdeckt und haben das dann geändert. Es würde ja bedeuten, wenn die Änderung in dem Buch 1887 zu... So genau, also 1887 ist es noch Induktion und 1895 ist es Influenz. Also das heißt ja theoretisch, dass zwischen 1887 und 1895... die Influenz entdeckt worden sein müsste. Oder? Bin ich da jetzt, liege ich da falsch? Kann das sein, dass ich einen Fehler mache, dass ich ein bisschen durcheinander bin? Ich weiß es nicht. Wenn ich aber jetzt mal auf Influenz gucke, natürlich wieder Wikipedia, ne, weil was anderes gibt es ja bald nicht mehr. Da sind wir bei 1754. Also, das verstehe ich nicht so ganz. Wie kann denn in den Physikbüchern der damaligen Zeit, also wir reden ja von einem Physikbuch für die Unis, dass von zumindest mal, was wir jetzt sehen, von 84 bis 95 falsch erklärt oder falsch aufgeschrieben sein, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, wenn es aber doch schon seit 1754 bekannt war. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist mir aber so noch aufgefallen. Ja, für alle, die jetzt hier wegen dem Buch und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es machen soll. Ich sag mal, das ist jetzt so ein kleines Stück, vielleicht weckt das den einen oder anderen sein Interesse. Vielleicht liege ich schon falsch. Schreibt bitte in die Kommentare, wenn, ey, Libby, du hast hier einen Fehler gemacht. Klärt mich auf, ich weiß es nicht. Für mich ist das alles komisch. Tschüssi.